hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video möchte ich versuchen, eine SSH-Verbindung zu meinem Mate-Server aufzubauen. Denn ich habe gesehen, dass die Netzwerkeinstellungen bei Mate etwas anders sind. Ja, und ich schaue mir einfach mal an, inwiefern ich da vielleicht anders vorgehen muss, als wie von Ubuntu Gnome zu Ubuntu Gnome. Ich denke mal, großartig wird der Unterschied nicht sein, aber wenn das schon ein bisschen anders ist, sollte man es ja auf jeden Fall wissen. So, ich öffne mal eben meinen Spickzettel. Was habe ich denn hier geschrieben? SSH-Verbindung. Gut, klar, man muss erst SSH installieren, selbsterklärend, auf den Server sowohl als auf den Hauptrechner, so nenne ich es mal. Und dann brauche ich diesen Befehl. SSH Server at IP-Adresse. Das müsste fürs Terminal dieser Befehl sein. Schon tausendmal gemacht, aber irgendwie wieder vergessen. Gut, ich gebe einfach mal ein. So, jetzt muss ich natürlich darauf achten. IP-Adresse ist natürlich die 22. Das habe ich vorher abgeschickt mit Hostname -i. Dann kriegt man dann die lokale IP-Adresse. So, und hier muss jetzt rein der Benutzername. So, wie ist der Benutzername? Ich denke mal, ich mache jetzt mal meine Außenkamera an. Dann werdet ihr es dementsprechend sehen. Wie gehabt ist das mein Server, gut bewacht vom Tux. Und wenn ich jetzt hier eingebe, Hostname -i, öffne mal wieder ein Terminalfenster. Ich gebe ein, Hostname -i. Das war falsch, weil Hostname -i, da muss man das i groß schreiben. Tun wir das. Weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier steht dann geschrieben, sofort die erste Zahl ist es, dieses brauchen wir, das andere nicht. Auf jeden Fall brauchen wir diese IP-Adresse. 192.168.178.22. Und wir brauchen den Benutzername. Das wäre hier Duxer. Oh Wunder, oh Wunder. Gut, ich bin wieder zurück an meinen Hauptrechner. Und jetzt gebe ich dementsprechend diese IP-Adresse ein. Ja, Duxer@... Genau, die 22 habe ich gerade schon eingegeben, weil in meiner hellseherischen Fähigkeit wusste ich, dass das die 22 ist. Ich drücke Enter. Genau, und jetzt ist ganz wichtig, dass wir einmal Yes eingeben, auch ausgeschrieben. Und jetzt muss ich das Passwort von dem Server nehmen, auf dem ich zugreifen will. Ja, und schon siehe da, voila, ich bin drin. Ich bin der Duxer jetzt hier. Gib mal ein LS. Ja, das ist definitiv mein Server. Prima, das hat schon mal funktioniert. Jetzt versuche ich das Ganze auch mit Nautilus. Dazu muss ich natürlich erstmal öffnen. So, wie gehe ich da vor? Andere Orte. Und dann muss hier unten, muss dann dementsprechend auch die IP-Adresse rein. Und zwar nach diesem Schema hier. Muss ich mal gucken, hier Nautilus. Keller, ja, ich habe da mal Keller hintergeschrieben, weil er mal irgendwann im Keller stand. Das tut er jetzt nicht mehr. Ich nehme mir das hier wieder. Ich bin ja schreibfaul. Switche rüber zum Nautilus und füge das hier ein. Nur der Name ist nicht Server, der ist Duxer. Und stopp, die IP-Adresse 22. Ich sage ihm verbinden, gebe hier das Passwort ein. An Passwort erinnern, entsperren, voila, ich bin auf meinem Server. Das ging ja ganz einfach, eigentlich genauso wie bei Gnome. Nur, ich habe etwas anders gemacht. Ich switche nochmal ganz kurz rüber zu dem anderen Rechner. Kurz zwei Sachen zu den kleinen Veränderungen, die ich jetzt hier gemacht habe. Es gibt mir sicher auch einen anderen Weg, aber ich habe einfach den gewählt, den ich kenne. Man ist ja immer bequem und möchte es auch so einfach haben wie möglich. Wir brauchen dieses Paket hier. KRFB, so heißt das Paket. Einfach ganz normal über sudo apt installieren. Hier wird auch die IP-Adresse angezeigt. Also man braucht nicht Hostname -i in der Konsole eingeben. Man kann dementsprechend das auch hier eingeben. Und Passwort vergeben. Und wichtig ist, dass hier ein Haken ist und hier muss man auch ein Passwort vergeben. Und dann kann man da direkt ganz einfach drauf zugreifen.
Das hat schon mal prima funktioniert. So, ich gehe wieder zurück zu meinem Hauptrechner. Ich versuche das Ganze mal über Remina oder Remina. Remina ist, meine ich, standardmäßig installiert. Remina. Genau. Und hier, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich öffne das jetzt auch zum ersten Mal. Dann geht dieses Fenster hier auf. Als Standard verwenden. Ja, ja, ich lasse das einfach mal so. Das ist ja eh nur ein lokales Netzwerk hier. Wie war das nochmal? Plus, genau. Ich kreiere eine neue Verbindung. Ich nenne das mein Tuxiger Server. Mein Tuxiger Server, ja, gefällt mir. Benutzername, ja, das müsste ich ja dann, glaube ich, Tuxa eingeben. Und dementsprechend das Passwort. Domäne haben wir nicht. Was kann man hier noch einstellen? Eingeschränkter? Nein, nichts eingeschränkt. Linkshänder bin ich auch nicht. Sanften? Achso, deaktivieren nicht. Genau, hier war noch wichtig, Auflösung des Klienten. Und das war's, meine ich, ne? Verbinden. So, ich habe etwas vergessen einzutragen. Die IP-Adresse habe ich gar nicht eingetragen. Ach, das war falsch. Hier, das muss natürlich hier rein. Irgendwo kann man auch einen Namen eingeben. War das bei Gruppe? Kann man keinen Namen mehr eingeben? Okay, lassen wir das mal eben weg. Server, hier muss, meine ich, die IP-Adresse rein. Die war 108. Die war 192. Schon wieder vergessen. Punkt 168. Punkt 178. Punkt 22. Kann ich keinen Namen hier eingeben? Schauen wir nicht. Ja, ist egal. Ach, da oben, Bezeichnung. Ah, mein tuxiger Server. Ja, das wollte ich doch hier wenigstens drin stehen haben. Einmal ganz kurz abchecken. Automatik funktioniert normalerweise immer. Speichern und verbinden. Kann den RPN-Server nicht erreichen. Dann fehlt mir bestimmt eine Freigabe bei Mate. Das ist jetzt das Problem, da muss ich erstmal in die Forschung gehen. Wie bekomme ich die Freigabe in Mate hin? Ich bin ehrlich, keine Ahnung. Ich mache nochmal bearbeiten. Nee, nicht habe ich es kopieren gemacht. Bearbeiten wollte ich. Genau, was ist denn, wenn ich hier mal Server? Einfach mal testen, ne? Lausche. Lausche auf Port 0. Ja, okay. Machen hier keinen Lauschangriff. Schnell beenden. Da werde ich hier nur verhaftet. So, ich habe mal jetzt ein LAN-Kabel angeschlossen, in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. So, ich schließe nochmal dieses KRFCB, wie auch immer, beziehungsweise check nochmal kurz ab, was für eine Hostname ich habe. Hostname minus i. Also die IP-Adresse ist gleich. Ah, jetzt habe ich zwei IP-Adressen. Okay, jetzt ist die 54. Klar, ich merke. Immer WLAN bin ich erreichbar und über LAN dementsprechend auch. Ich mache einfach mal einen Neustart. Soll ja manchmal auch Wunder bewirken. XRDP ist installiert. Hier in diesem Forum habe ich das gefunden. Genau. Und er hat das Ganze mit dem Raspberry Pi gemacht, aber sollte im Endeffekt das gleiche Prinzip sein. Ich habe jetzt eine zweite Instanz eingerichtet. Einmal, das ist für WLAN, das ist für LAN. Ich nehme mal die LAN-Verbindung. Kann nicht darauf zugegriffen werden. Okay. Kann auch nicht darauf zugegriffen werden. Ich muss aber auch dabei sagen, ich habe jetzt hier eine kleine Veränderung vorgenommen. Ich habe hier nochmal davor geschrieben, Tuxa-Add, aber ich glaube, das muss man gar nicht. Verbinde und. Es tut sich was. Muss ich irgendwo noch draufklicken? Ah, was ist jetzt los? Irgendetwas ist jetzt passiert. Aha, ich bin auf jeden Fall auf dem Rechner drauf. Okay. Ja, ich bin auf den drauf, aber ich wollte ja eine richtige Remote-Verbindung aufbauen. Ich gehe wieder raus. Was ist denn, wenn ich Exit eingebe? Ja, keine Ahnung. Ich schließe hier nochmal. Ich mache das
Tuxa-Ad mal weg, speichern und verbinden. Was ist denn jetzt los? Wo bin ich hier? Das ist doch meine Mathe-Oberfläche. Nur warum sehe ich jetzt meinen Hintergrund nicht? Ich nehme mal das hier, progressiv. Ah, das klingt auch gut. Ja, hat sich nicht wirklich was getan, ne? Schließen, ich schließe das auch mal. So, wir halten fest. Komm, Tux, geh mal zur Seite. Wir halten fest. Komm, ein bisschen abgestürzt. Wie man vielleicht hier sieht, hier fehlt die Fensterdekoration. Die kann man zwar mit einem einfachen Befehl jetzt wiederholen. Na, komm, R-Fenster. Den wir zum Beispiel mal eingeben. Komm, Bits, minus, minus, Replace. Replace, richtig geschrieben? Ja, jetzt wären die Fensterdekorationen wieder da. Aber das bringt mir jetzt eigentlich auch nicht viel, weil wenn ich mich jetzt wieder mit dem Server verbinden möchte, dann sind höchstwahrscheinlich die Fensterdekorationen wieder weg. Das heißt, ich müsste mal jetzt ganz kurz die Fensterdekoration und den wunderschönen Würfel hier, meinen geliebten Würfel, den muss ich jetzt mal eben verbannen. Und das Icon Fusion ist auch wieder weg. Dann holen wir es einfach mal wieder, ne? Icon Fusion. Ich schließe mal alles hier, was verdächtig aussieht. Wo ist denn mein Icon Fusion? Ach, hier. Ach so, ich bin nur blind. Okay, wenn man so eine transparente Leiste hat und auch noch Brillenträger ist, sollte man alles ein bisschen anders einstellen. Wie können wir das jetzt ändern? Wenn ich jetzt hier gehe auf, nicht auf Kompis, sondern auf Makro, was haben wir hier? GTK. Ich wechsle zu meinem Hauptrechner. Tuxi darf natürlich nicht fehlen, ist klar. Ne? Der passt schön auf, dass hier alles vernünftig läuft. So, ne? Genau. Gut, was habe ich vor? Ich starte einfach nochmal eine Verbindung. Ganz knallhart. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich überhaupt mit SSH da reinkomme. So. Machen wir hier clear als eure Bildschirm. So. Drücke Enter und ich bin drin. Ja, das sieht sehr gut aus. Also, wir halten fest, per SSH funktioniert das schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich möchte ja eine richtige Remote-Verbindung herstellen. Mit Remina. Ja, nehmen wir nochmal hier die 54. Das ist die LAN-Verbindung. Ich sage eben verbinde. Ja, und ich bin drin. Ja, auch mit Fensterdekoration. Es ist ein bisschen buggy. Keine Frage. Aber wie man hier erkennt, Mate, das ist jetzt hier mein Mate-Rechner. Machen wir hier eben auf Vollbild. So, ne, so ist Vollbild. Ja, ich würde sagen, es hat geklappt, auch mit Mate. Es ist etwas anders, keine Frage, aber es funktioniert. Und darum ging es mir halt eben auch, das Ganze einfach mal zu testen, worauf ich zu achten. Man muss ein paar zusätzliche Pakete installieren. Man braucht eine andere Software, dieses KRFB. Naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Sudo apt install XRDP und XDesktop. Die drei Pakete braucht ihr. Ich habe die auf allen beiden Rechnern installiert. Und dann fluppt das auch. Das soll euch auch an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!